Hallo und herzlich willkommen hier bei der weiteren Folge hier bei Kletter und Kopf. Der zweite Anhänger ist fast voll und der Drescher ist auch noch fast voll und wir haben noch ein bisschen Rest vom Feld Nummer 4, glaube ich. Das heißt, wir müssen zumindest einmal jetzt hochfahren. Dazu noch mal kurz starten. Das ist leider so. Das lässt sich nun nicht verhindern. Ich habe es nicht ganz geschafft zu ernten, den Rest. Den müssen wir zum Plus dann entsprechend gemeinsam machen. Und dann wäre ein Feld dann fertig für diese Woche. Ne? Erstaunlich drüber, das ist doch viel Arbeit ist. Ne? Aber gut, dass wir so viel ernten, da können wir entsprechend verkaufen. Und insgesamt mit um die 40.000 der Locke hier vom Feld mal geholt. Das gut oder schlecht ist, das haben wir dahingestellt, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Liter, 40.000 Liter, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ein Feld ist noch, aber das werden wir nächste Woche machen. Beziehungsweise nächsten Samstag, dafür ist es ein kleiner, das müssen wir dann der Zeit schaffen. Jetzt haben wir 11.06 Uhr, also Grunde für ein Feld, ja, Grunde. Halb Minimum, ne? Pro Feld. Das kleine Feld wird dann nicht ganz lange dauern. Aber halt, das muss ja halt. Das war Blindflug. Hat nicht so geklappt, wie ich klappen wollte. Ich wollte eigentlich in der Maus, also die Sicht ändern. Und so die. Oh, mal gucken, was der Hof meldet. Vielleicht kriegen wir eine Meldung jetzt. Wie feucht das Trocken oder feucht war. Jetzt haben wir dahingestellt. Weiß ich gar nicht. Nestproben habe ich keine gesehen bis jetzt. Wir haben es eingelagert. Da ist die Katze, ganz rechts. Ja, Mäuse fangen. Da ist unser Hund. Den Namen hat er noch keinen. Mal so ran, ne? Von hinten, ne? Geht auch. Den Hahn haben wir jedenfalls auch. Ja, was wir brauchen, ist ein Ackergerät zum Tellern oder dergleichen. Und später noch einen Flug. Uns leisten können, ne? Mein. Wenn der Boden nicht allzu hart ist, dann kann man auch theoretisch so. Ich glaube, Getreide geht gleich 500.000 rein, wenn man nicht alles täuscht. Und muss er hier irgendwo in den Bunker und von da aus per Förderschnecke nach oben gebracht werden. Ne? Schau mal um, ob sie oben was tun. Ne? Hier ist Düngerlage. Hier sind ein paar Gerätschaften, ob die optisch zu sehen sind, wie sie arbeiten, kann ich nicht sagen. Ich habe gerade nichts gesehen. Ja, wie geht denn hier? Eins habe ich gesagt. Ne? Eins. Ja, das Lager füllt sich. Aber also ist nicht zu sehen, dass irgendwie da was rauskommt. Immerhin, ne? Also hier oben das Lager ist eigentlich vom Prinzip her, da ist eine Öffnung, gut durchlüftet. Man sollte gut nachtrocknen. Besser wäre natürlich, wenn man es wenden könnte, aber also durch es trocknet irgendwas hier oben nach. Also das ist die Kehrseite. Guten Morgen. Gut. Er war nicht fertig. Steigen wir aus, dann geht nichts. Dann müssen wir dabei bleiben. Der Wahnsinn.
So, auf einmal, ja. Yeah. So. Kann man durchkommen, ne? Aber man muss der Mauer wieder parieren hier, wenn der Traktor das kaputt macht. Dünne Wände. Fachwerk ist nicht dick, also da hält ja das Ganze die Holzkonstruktion zusammen. Das Mauerwerk macht es nur zu. Also das Mauerwerk trägt das dann entsprechend nicht. Also das ist keine tragende Funktion. Da stützt zwar auch den Balken ab, aber der Balken trägt im Allgemeinen die Last vom All. Und früher haben sie auch fast nie Ziegel gehabt, sondern meistens Lehmwände. Ne? Also das war die einfachste Form, die sie hatten. Man brauchte im Prinzip keine Brennerei. Die hatten in der Mitte Holzstöcke gehabt, Stroh umwickelt und dann haben sie das entsprechend mit Lehm ja, zugeworfen, kann man sagen, ne? Um das zu bestrichen und so. Also im Grunde, man hat das genommen, was halt da vor Ort die Umgebung als Baumaterial zur Verfügung stand und da war ja Lehm meistens vorhanden auf den Feldern. Hat man es mit Grube ausgehoben, nee, vom Haus. Und da hat man das vor Ort genommen, aus dem Wald, die Bäume halt, ne? Fachwerk wird ja eigentlich Hartholz genommen. Der untere Balken ist eigentlich immer Eiche. Eiche ist sehr witterungsbeständig, ist sehr lange haltbar, also faul zu schnell nicht weg. Und für die Stehenhölzer hat man Buche genommen, Buchenholz. Eigentlich sollte das vorher lange trocknen, also lagern im Prinzip, also zurechtgesägt am besten schon. Oder hinterher halt, immer muss es gelagert werden, trocken muss es sein und also früher haben sie, na gut, haben sie schon Maschinen gehabt teilweise zu der Zeit. Aber halt nicht so modern wie heute, ne? Also Sägewerke haben sie schon gehabt. Da sind wir wieder da. Ja, alles Einmannbetrieb hier. Ich ergehe hier, ne? So, Bremse. OC, Innenansicht. Und streng, dass aber die Maus sieht, ausschalten. So, mal Tür aufmachen hier. Steigen wir aus. Dann machen wir hier wieder Tür zu. Super. Gut gemacht. Die Funktion gibt es im LS nicht, außer man hat dafür extra einen Mod, ne? Also da müssen auch die Maschinen entsprechend dafür ausgelegt sein. So. Wir haben was drinne hier. Dann haben wir schon zweimal doch mehr als 40.000. Dann haben wir doch, das war ja nicht ganz voll mit 19.000, sondern bisschen weniger, aber jetzt kriegen wir noch locker noch mal knapp 10.000. Bisschen haben wir noch ein Feld, also 10, 50.000 wird immer ganz grob, plus minus 1.000 bis 2.000 Tonnen. Also Literprinzip. Tonnen ist wieder eine andere Geschichte, ne? Also Literzahl. Also 1000 Liter Wasser ist ja eine Tonne, aber 1000 Liter Getreide ist keine Tonne, kann man so sagen. Dann wäre es ja richtig schwer. Aber so ist es ja mehr im Volumen gerechnet, ne? Was passt hier an Volumen rein, so ungefähr? So. Gleich mal einklappen. Die Maus finden, ne? So, dann mal in Ansicht den Bruder starten. Dann fahren wir gleich wieder hin zum Feld, ne? Letzten paar Meter machen, ne? Und gleich am nächsten Feld wieder anfangen, wenn die Zeit passt. Wie gesagt, beide Felder habe ich heute nicht. Das ist zeitlich gesehen unmöglich, wenn auch hier eine Längsbahn nehmen, nicht andersrum. Ne? Das hätten wir hier auch schon machen können, Längsbahn, aber da ist fast Quadrate. Ne? Hier ist es ein bisschen anders.
Ja, haben wir ein Feld, naja, fast eineinhalb Stunden kann man sagen. Zurückfahren kann man zwar schon einplanen, ne? Ohne viel Stress haben. Denn ohne. Das war O, kann man so sagen. Erscheint gleich hier das Symbol und dann ist man gleich dabei. Dann kann man gleich sehen, dass es passt. So, ein bisschen Gas geben. Und fertig kriegen wir. Wollen wir gleich mal näher schauen, was für Gerätschaften wir brauchen. Fürs Einarbeiten. Ich will es aber erstmal noch stehen lassen eine Weile. Im Prinzip das aufgebrochene Getreide, was im Feld geblieben ist, das zumindest mal ankeimt und auch aufkeimt ein bisschen. Und dann nachher, dass es beim Einteller, Rententeller, was hier gibt, unter, also im Prinzip unter Teller. Und dann nachher im Oktober, nachher mal kühlen, wie wir es mal gelernt haben. Und dann mal sehen, dass wir im November nochmal den Winterweizen aufbringen. Junge, die haben wir schon geerntet hier, ne? Gut, da haben wir was nachzuholen. Oder von rechts ein bisschen mitgenommen. Den Biss haben wir noch runtergeholt. Machen wir jetzt nicht hoch. Automatik. Im dritten Gang. Also ganz schnell, wenn wir 20 km/h. Da haben wir knapp doch 50.000 ungefähr geerntet. Ne? Das letzte Ende ist ja noch vom Düngen etwas blöd geraten. Ungünstig. Weil die Automatik halt eingestellt war auf 42 und da musste ich runter auf 12. Ja, ich wollte aber auch nicht so weit rübergehen aufs Grünland und genauso wie wollte ich das andere überdüngen auch nicht. Das war ja schon schwierig. Aber das haben wir gemeistert. Halbwegs. Perfekt war es nicht vom Düngen her. Aber im Großen und Ganzen. Dann bin ich da jetzt zufrieden, von dass ich einigermaßen ohne Rechnung geklappt habe. Ne? Ich habe ja das Augenmaß geschätzt. Macht sicherlich beim anderen Modus schwer ein bisschen schwieriger sein. Aber ich denke mal, das wird schon so genügen. ...3.200? Nicht schlecht. Da bin ich ja gespannt, was wir das Spiel kriegen an Gelb. Ich hoffe ja, dass es bei mir im Lager ein bisschen trocken wird, ne? Falls es doch viel nass sein sollte. Und schon das Lager das Kind abziehen würde, für es zu nass. Kann durchaus sein. Weil es dann nicht prüfen, ah, ist zu nass, dann muss es doch noch gemacht werden. Trockenmäßig. Ja, da muss man sehen, ob da noch hinkriegt nachher mit, ja, mit Tiere und so, ne? Dass wir selbst Gülle haben, oder? Wie gesagt, da Kühe und so. Das dann nicht mit schlafen, ne? Da muss man entsprechend da wach bleiben, ne? Und dann mal wieder Tiere versorgen. So, das sind die 4000. Wir haben jetzt zum Glück, jetzt machen wir kurz die Deckung aus. Wir haben jetzt zum Glück, soll ich sagen, zwei die gleichen Sorten eingepflanzt, also wie der Weizen. Dadurch können wir gleich, oder kann ich gleich da weitermachen. Jedenfalls zum Anfang. Ja, Anfang kann auf jeden Fall. Fertig machen wird heute nichts. Das ist schon zu viel. Und hier wollte ich mal probieren die andere Richtung. Die Steine hart. Das will ich anders fahren, ne? Die Längsbahn nehmen. Probiere ich mal aus. Das ist ein bisschen ärgerlich.
dicht daran geht. Ein bisschen zurückfahren. Muss ich wieder mal starten. Der drückt sogar rückwärts. Ist auch nicht realistisch, okay. Ich wollte mal die Richtung jetzt hinkriegen. Und die Kante sehen. Bremse. Und kurz wieder aufhalten. Ja, kurz P anschalten. Wir müssen das hier mal drehen. Dann müssen wir ein bisschen nach vorne fahren. Da wir den gelben Strich sehen und die weißen, dass wir ein bisschen was tun können bei der Korrektur. Ja, dass wir die Richtung hinkriegen. Das können wir so machen. Die erste Bahn machen wir so. Anschalten. Wir haben 4000 drinne, müsste ja fast hinkommen. Ja, ist Automatik. Dann los. Also wenn wir hier ein bisschen mehr abdreschen, also mit dem Grün reingehen, das ist okay, das passt schon so. Der Anhänger ist ja leer. 4.9, 5.000. Wäre jetzt auch blöd zu fahren zurück und wir schaffen das nicht. Aber müsste eigentlich hinkommen, ne? 6.000. 7.000, wenn ich den 7.000, 7.5, fast 8.000. Ja, 7.000 würde ich schaffen. Da werden wir jetzt nichts, können wir gleich immer leer machen. Ja, 7.5. Weil den leer können wir nachher fahren, ne? So. Kurz mal hier wieder aktivieren. Bremse. Bremse. Der schwimmt ein bisschen beim Fahren. Und mit ausgefahrenem Rohr kann man ein bisschen erkennen, besser erkennen, wie er da am besten die Lenkung ist aktiviert. Ja, da muss ein Rad muss weg sein, ein Lenkrad. Anzeige unten rechts. So. So, Bremse. Doch was drin. Aha, 10.000 ungefähr. Und den müsst ihr mal reinkriegen, also im Rest sogar. Ich weiß ja nicht, ob er automatisch anhält, ne? Ein bisschen an der Steuerung noch gewöhnen. So. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für den heutigen Freitag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, ab morgen. Und heute vielleicht schon schönen Feierabend. Dann tschüss, ciao. Tja, morgen geht es hier weiter mit Feld Nummer 3, glaube ich. Ne? Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.